Am 7. September 1938 gründen die beiden Mechanikerberufskollegen Christian Schneider und Erwin Blum die Firma Blum und Schneider OHG, Fabrik für Schrauben und Drehteile. Der dynamische und risikofreudige Christian Schneider fühlt sich durch seinen vorsichtigen Partner bald gehemmt. 1940 scheidet Erwin Blum aus dem Unternehmen aus und seine Anteile übernimmt Christians jüngerer Bruder Fritz Schneider. In die Geschicke der Firma kann er jedoch nicht eingreifen, denn er wird kurz darauf zum Kriegsdienst eingezogen. Nach der deutschen Kapitulation stehen alle Räder still. Christian Schneider plant mit zielstrebiger Energie den Neuanfang. Er entschließt sich zur Herstellung von Feuerzeugen. Mit Geschick beschafft er sich die Genehmigung der französischen Besatzung, das notwendige Rohmaterial und Feuersteine. Im Sommer 1946 entsteht der Kontakt zur Schreibgeräteindustrie. Schneider erhält einen ersten Auftrag über Füllhalterspindeln aus Aluminium und sucht erfolgreich weitere Kunden für diesen Fertigungszweig. Im gleichen Jahr erfährt Christian Schneider zum ersten Mal von einem Schreibgerät, das mit einer rollenden Kugel schreiben soll. Schneider beginnt mit dem Bau von Musterminen. Bald liegt die erste Bestellung vor. 1948 erhält die Familie Schneider die schmerzliche Gewissheit, dass der Mitinhaber Fritz Schneider in einem Kriegsgefangenenlager gestorben ist. Seine Anteile gehen an den dritten Bruder Matthias Schneider, der jetzt in der zur Gebrüder Schneider GmbH umgewandelten Firma mitarbeitet. Auf der Frankfurter Messe sind 1949 bereits mehr als 20 Firmen mit Kugelschreibern im Angebot zu finden. Schneider ist in der gesamten Branche jetzt ein gut eingeführter Zulieferbetrieb. Das erste Musterbuch mit insgesamt 60 Minentypen kommt heraus. Erstmals wird die komplette Mine als Ersatzteil für Kugelschreiber propagiert. Bislang wurde die Mine nämlich als Festbestandteil des Kugelschreibers betrachtet. Sie konnte vom Anwender wieder aufgefüllt werden, was meist mit erheblicher Kleckserei verbunden war. Schneiderminen werden nun auch an den Handel verkauft und dazu eine Vertriebsorganisation für Deutschland und West-Berlin gegründet. Sie besteht aus 9 selbstständigen Werksauslieferern, die sich regional über das Land verteilen. Eine spezielle Schneider-Werbung beginnt. Der Ungar Laszlo Biro, wegen seiner jüdischen Wurzeln nach Argentinien emigriert, hat ein Patent auf seine Erfindung eines Schreibers mit Kugel und Schreibpaste erworben. Schneider schließt einen Lizenzvertrag ab und bezahlt in den folgenden 20 Jahren fast 10 Millionen D-Mark ein. Am 2. November 1951 erleidet Mitinhaber Matthias Schneider einen Verkehrsunfall und erliegt seinen schweren Verletzungen. Die Firma Gebrüder Schneider existiert von ihr an nur noch dem Namen nach, denn Christian Schneider ist der einzige Überlebende. Die Chemiker finden das Rezept für eine dokumentenechte Paste. Alle Minen bekommen nun den Aufdruck »Die gute Schneidermine«. Ein Papiermännchen mit einer Mine in der Hand wird zum neuen Firmenzeichen von Schneider. In Abständen von 4 bis 6 Wochen werden Händlerbriefe, heute würde man Mailings sagen, verschickt. 1954 entsteht ein weiterer dreigeschossiger Fabrikneubau. Bereits 2 Jahre zuvor wurde die Werkskantine in Betrieb genommen. Auf 280 Mitarbeiter ist die Belegschaft angewachsen. Die Produktionsmenge steigt in diesem Jahr um fast das Doppelte auf 12,8 Millionen Minen. Schneider ist der führende Hersteller von Kugelschreiberminen geworden. Christian Schneider weiß, dass dieser Aufstieg nur durch die Leistung und Motivation aller Mitarbeiter möglich war. Er bleibt stets ein volksnaher Chef, pflegt die persönlichen Kontakte und lässt alle am Erfolg teilhaben. Betriebsausflüge, Leistungszulagen und Gewinnbeteiligung sind bereits eingeführt. Die sogenannte Schneidersiedlung in Tennenbronn wird gebaut.
13 Ein- und Zweifamilienhäuser zur günstigen Vermietung an Betriebsangehörige. Auch langfristige Baudarlehen zum Bau von Eigenheimen werden vergeben. Das Jahr 1957 bringt endlich die Veröffentlichung der von Christian Schneider zäh vorangetriebenen DIN 16554. Das DIN-Blatt reduziert die Minenvielfalt auf nur noch 8 Typen und beschreibt auch die Anforderungen an die Dokumentenechtheit der Pasten. Damit kann die Produktion weiter rationalisiert und der Mengenausstoß deutlich gesteigert werden. Neben der Minenfertigung setzt nun eine ständig steigende Herstellung kompletter Schreibgeräte ein. Kugelstifte und Schreibtischkugelschreiber in geschmackvoll gestalteten Ständern erweitern das Schneidersortiment. Die Bauarbeiter sind Dauergäste. 1957 wird ein weiterer dreigeschossiger Neubau eingeweiht und die Betriebskantine wesentlich erweitert. 1960 und 1963 ziehen Automatensaal, Mechanik, Kugelschreibermontage und Spritzerei in neu erbaute Produktionssäle um. 1967 kann ein Neubau für die Patronen- und Tintenschreiberfertigung bezogen werden. Die Schneiderwerbung läuft auf Hochtouren. Im In- und Ausland wird mit Aussendungen, Schaufensterdekos, Fernsehspots, Anzeigen, Preisausschreiben und vielem mehr die Bekanntheit von Minen und Kugelschreiber von Schneider gesteigert. 1, 2, 3 Punkte und die weiße Weste. Das ist die Mine mit der weißen Weste. Die echte, gute Schneidermine. Im angestammten Kugelschreiberbereich gelingt gleichzeitig etwas, woran man vor Jahren schon gescheitert war. Die erste betriebssichere Großraummine von Schneider kommt auf den Markt. Daneben werden jetzt auch Minen mit Kunststoffrohr gefertigt und weitere neue Kugelstifte und Kugelschreiber. Am 1. Januar 1975 tritt Roland Schneider mit in die Firma ein. Zusammen mit seinem Vater Christian führt er nun das Familienunternehmen in die zweite Generation. 1.111.111.111 Schneiderminen sind ausgeliefert. Das Milliardending aus dem Schwarzwald wird mit einer großen Werbekampagne gefeiert. Die Aktion Persönliches Schriftbild macht die Top-Ball-Familie bekannt. Dann folgt Der linke Schreiberling, die Story eines Schülers, der mit dem Kugelfüller von Schneider besser zurechtkommt wie mit dem Füller. Nach kurzer schwerer Krankheit verstirbt am 5. Juli 1978 Firmengründer Christian Schneider im Alter von 67 Jahren. Die Geschicke des Unternehmens liegen nun in den alleinigen Händen seines Sohnes Roland Schneider. Seine Zielsetzung ist, die Firma technisch zur Weltspitze zu führen. 1980 zieht die traditionelle Metallverarbeitung von Schneider in das neu erbaute Werk 2 um. Im Stammhaus Schwarzenbach wird dadurch dringend benötigter Raum für die weitere Expansion im Schreibgerätesegment geschaffen. Das Firmenlogo wird erneut überarbeitet und der neue Claim Schneider für gute Schrift geboren. Als Bildzeichen ziert nun ein liniertes S die Produkte. 1982 wird bei Schneider die erste Montagelinie für Textmarker aufgestellt. Der Produktname Job wird geboren. Der Tintenkugelschreiber Flirt betritt die Bühne. Mit seinen bunten Schaftdekoren und neuen Tintenfarben wird er zum begehrten Sammelobjekt von Kindern und Jugendlichen und verkauft sich in den 80er Jahren millionenfach in alle Welt. 1985 beginnt Schneider mit dem Aufbau einer eigenen Fertigung von Polyesterspitzen und Tintenleitern. Eine Schlüsseltechnologie, die selten in der Welt und noch seltener in Europa zu finden ist. ...1987 setzt Schneider einen Meilenstein im Kugelschreibersortiment. Inspiriert durch das neue Automobildesign von Mercedes entsteht der Kugelschreiber K1, der auch nach über 25 Jahren noch zu den bestverkauften Modellen gehört.
Die Spitzenfertigung erhält die räumliche Voraussetzung für noch mehr Expansion und Qualität und zieht in einen Neubau um. Die Entwickler von Schneider feiern die Erteilung eines Patents auf die sogenannte AT-Spitze. Sie hat einen Mantel aus Edelstahl und ist innen mit Kunststoff ausgespritzt. Die Kombination von Plastik und Metall vereinigt die Vorteile in einer Spitze: Stabilität und angenehm weiches Schreibgefühl. Die oftmals schwierige oder unmögliche Darstellung des filigranen Firmenlogos auf den Produkten veranlasst Schneider zur Gestaltung eines neuen, markanten Schriftzugs. Das linierte S als Bildzeichen bleibt bestehen und schafft die Verbindung zwischen Alt und Neu. Auf der Frankfurter Messe 1991 bahnt sich eine Beziehung mit dem ehemaligen VEB Heiko in Wernigerode an. Innerhalb weniger Tage wird ein Entwicklungskonzept aufgestellt und der Treuhand in Magdeburg vorgelegt. Das Konzept überzeugt gegen mehrere Mitbewerber und schon am 2. Juni erfolgt die Unterzeichnung des Übernahmevertrags. 1991 wird der Neubau für die Kugel- und Tintenschreiberfertigung bezogen. Direkt im Anschluss beginnt einer der größten und schwierigsten Bauabschnitte am Standort Schwarzenbach. Quasi aus dem Felsen gesprengt wird das Areal für eine neue Kunststoffspritzerei, Werkzeugbau und technische Büros. Wareneingang und Warenausgang werden vom engen Innenhof verbannt und auf den bisherigen Parkplatz verlegt. Gleichzeitig baut Schneider in Wernigerode und bezieht ein völlig neues und modernes Füllhalterwerk. Neben Produktionsflächen sind auch Lager und Büros enthalten. Gestaltung, Konstruktion und Aufbau eines modernen Füllhaltersortiments werden mit Hochdruck betrieben. Die ersten Modelle kommen auf den Markt und die ersten Reglerstifte unter dem Namen Xtra und Easy entstehen. Mit der Modellreihe K15 besetzt Schneider ab 1993 das untere Preissegment der Druckkugelschreiber. Nach und nach gelingt es, damit alle Markenwettbewerber zu verdrängen, und bis heute steht der K15 an erster Stelle der GfK-Hitliste in Deutschland. Umweltthemen erzielen gesteigerte Aufmerksamkeit. Schneider bringt 1993 die Nachfüllpatrone 666 für Textmarker und setzt in der Kommunikation auf das Thema Ein Gehäuse, viele Minen. Die universelle Passform für verschiedene Minen wird konstruiert. Mit dem Füllhalter Base und seinem ergonomisch neu geformten Griffprofil gelingt ein vielbeachteter Einstieg in den Füllermarkt. Das Design wird mit zwei Gestaltungspreisen ausgezeichnet. Gleichzeitig entwickelt sich Schneider zu einem der bedeutendsten deutschen Hersteller von Rollerballs mit Reglertechnologie. Schneider erweitert sein Sortiment durch Permanentmarker. Die Kompetenz als Vollsortimenter wird damit national und international wesentlich gestärkt. Umweltfragen beschäftigen Roland Schneider seit langem und er ist bemüht, die negativen Auswirkungen auf die Produktionsumgebung so minimal wie möglich zu halten. Konsequent greift er die neue, freiwillige EMAS-Verordnung auf, installiert ein Umweltmanagementsystem und veröffentlicht 1998 die erste von einem unabhängigen Gutachter geprüfte Umwelterklärung. Mit Optimismus geht Schneider ins neue Jahrtausend. Sortimente und Produktion in Tennenbronn und Wernigerode sind gut aufgestellt und von der Euro-Einführung werden neue Impulse für das Exportgeschäft erwartet. 2007 stellt Schneider den Kugelschreiber Slider mit innovativer Viscoglide-Technologie vor. Slider ist eine Antwort auf die beliebten leicht schreibenden Gelstifte, aber ohne deren Nachteile in Kapazität und Lagerfähigkeit. Roland Schneider stellt die Weichen für die Fortführung des Familienunternehmens in die dritte Generation und nimmt 2010 seinen Sohn Christian in die Geschäftsleitung auf. Der inzwischen erreichten Größe des Unternehmens angemessen, wird auch der bisherige Leiter für Marketing und Vertrieb, Frank Groß, zum Geschäftsführer berufen. Im gleichen Jahr gibt sich Schneider erneut ein neues Erscheinungsbild.
Logo und Firmenfarben sollen helfen, dass sich Schneider in einem umkämpften Markt behaupten kann und besser wahrgenommen wird. Willkommen in der Welt von Schneider. Qualität made in Germany. Jeder Gedanke ist es wert, aufgeschrieben zu werden.